Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht heißt unser Thema Beerdigungen. Ich möchte gerne mit euch über ungewöhnliche Vorkommnisse auf Beerdigungen sprechen. Ich möchte gerne mit euch über ungewöhnliche Beerdigungen, ungewöhnliche Beisetzungen reden und gerne auch über Beerdigungszeremonien aus anderen Kulturen. Also wenn ihr auch gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Unser Thema heute Nacht, Beerdigungen. Erster Anrufer, erste Anruferin heute Nacht ist die Katharina. Katharina ist 22 Jahre alt. Guten Morgen, Katharina. Ja, guten Morgen. Hallo, Katharina. Ja, du hast dich zum Thema Beerdigung gemeldet. Ja, und zwar habe ich da eine ganz lustige Anekdote zu erzählen. Ich war Messdiener in einer katholischen Gemeinde. Mhm. Und es ist ein ganz toller, ganz besonderer Mensch bei uns gestorben. Mhm. Und ich habe das größte, glaube ich, erlebt, was es da überhaupt gibt. Ich bin nämlich ins Grab gefallen. Du bist ins Grab gefallen? Was ja eigentlich nicht lustig ist, aber ja, erzähl mal genau, wie es passiert ist. Ja, also wir sind, wie gesagt, es war ein Mensch, der sehr, sehr beliebt war in dem kleinen Ort, in dem ich wohnte. Und ja. Der war auch sehr alt geworden, also es war jetzt nicht so eine ganz traurige Beerdigung. Und das, Gott sei Dank, ich glaube, wenn es ein Kind gewesen wäre, wäre es schlimmer gewesen. Mhm. Und wir sind halt raus und der Pfarrer hat dann da seine Worte gesprochen und dann wurde der Sarg in den Boden gelassen. Mhm. Und hat dann noch wieder ein paar Worte gesprochen und weil das ein toller, besonderer Mensch war, besondere Zeremonie, hatten wir auch Weihrauch dabei, da war ich dann für zuständig. Mhm. Und und ich habe da wohl ein bisschen überdosiert und bin ein wenig angeheitert gewesen. Ach so, bin gestolpert. Mein Messdienerleiter wollte mich von hinten noch festhalten, hat aber nicht mehr funktioniert und ich bin auf dem Sarg gelandet. Ach so, Gott. Also das ist ja dann auch schon eine gewisse Tiefe, in die man nun ganz, ja doch, eine gewisse Tiefe schon, in die man da reinfällt auch. Ja, ja, das war, ich muss es schätzen, ich weiß es nicht, aber es waren bestimmt 2,5 Meter, also. Ja, vielleicht so viel nicht, aber ja, egal. Ja, aber 2 Meter vielleicht, ja. Das war schon ziemlich, und das Schlimme war dann auch noch, ich kam auch nicht alleine mehr raus, also das, ich hatte mich dann erstmal in dieser Kordel von meinem Gewand ein wenig verheddert und habe mir gleichzeitig auch den Fußknöchel gebrochen. Ach, ich meine, das ist natürlich irgendwie eine absurde Situation, die irgendwie auch komisch ist, aber in dem Moment natürlich furchtbar, ne? Ja, also in dem Moment wahrscheinlich für dich erschreckend, peinlich, ja. Dann für die Angehörigen des Verstorbenen ist das natürlich auch grauenhaft, sowas dann mit anzusehen. Ja, also die Witwe und natürlich auch mein Pfarrer, der war natürlich davon überhaupt nicht begeistert. Das glaube ich, ja. Und in dem Moment habe ich eigentlich an gar nichts mehr gedacht. Also ich war ja auch irgendwie so ein bisschen weggetreten. Das lag am Weihrauch. Ja, ja, echt. Das also ich habe aus Versehen anstatt 2 Löffel, 3 Löffel genommen von diesem Pulver und ich also war völlig du, daneben. Also du bist wirklich auf den Sarg raufgeknallt? Ja. Und hast dir dabei dann auch den Knöchel gebrochen? Ja. Und dann kam das Highlight und zwar war es dann so, dass die Leute mir dann nicht mehr raushelfen konnten. Also ich lag dann da so ein bisschen unglücklich drin, wie genau weiß ich heute nicht mehr. Da musste dann der Friedhofsgärtner ankommen und mir helfen, da wieder rauszukommen, weil die anderen Angehörigen natürlich auch daneben standen und überhaupt nicht mehr wussten, was sie machen sollten. Und die versammelte Trauergemeinde stand da? Ja. Und irgendwann hat man dich dann da rausgeholt? Ja. Und wie war die Stimmung dann? Wie also ging das dann weiter? Einige der jüngeren Leute, die nur als Anstand mitgegangen waren zu dieser Beerdigung, die mussten sich echt ein Lachen verkneifen. Mhm. Also einige mussten auch von diesem Grab wieder weggehen. Das hat man mir nachher erzählt, weil die einfach nicht mehr konnten. Die mussten sich also so zusammenreißen. Mhm. Aber hast du denn irgendeine Reaktion mitbekommen oder vielleicht später erzählt bekommen von den direkten Angehörigen? Für die war es ja wohl dann nicht zum Lachen. Nein, überhaupt nicht. Also die waren natürlich tief sauer. Das kann ich auch nachvollziehen. Also das ist natürlich sollte natürlich eine würdevolle ja, Beerdigung natürlich werden. Und wenn dann irgend so eine 14-jährige Messdienerin da reinfällt, ist das nicht toll. Nee, ist schon klar. Und der Pastor, was hat der hinterher zu dir gesagt? Naja, also der hat gesagt, Katharina, also das geht ja nun gar nicht, was du da gemacht hast. Und ich habe halt Weihrauchverbot gekriegt. Gibt es das als Strafe, Weihrauchverbot? Nein. Gab es das? Ist
natürlich schon ein bisschen komisch, wenn man Obermessdiener ist sozusagen und die kleinen Minis heißen, die ja immer da so ranführt und denen sagt, also so und so müsst ihr das machen und ich das natürlich nicht benutzen darf, ist es schon immer ein bisschen doof, wenn man dann immer jemanden noch dazu rufen muss. Ich meine, das konnte dich ja auch keiner irgendwie, könnte dir ja auch niemand etwas Böses sagen, weil du hast es ja nicht absichtlich gemacht. Nein, das war ja ein Versehen und ein Unglücksfall. Nein, natürlich. Aber was natürlich ganz übel ist, natürlich, wenn man da, man ist als Messdiener ja auch in einer besonderen Situation. Klar, da. Natürlich. Man will das Ganze würdevoll machen. Man ist da irgendwie auch im Dienste Gottes, sage ich mal, ganz hoch gegriffen. Und wenn einem sowas dann passiert, da merkt man doch ganz, ganz schnell, dass man wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Wie lange hat es gedauert, bis dein Knöchel wieder verheilt war? Ja, das ging relativ zügig. Das waren dann so 6-8 Wochen, glaube ich. Ah, ja. Aber die Aktion, mich da rauszuholen, hat allein eine halbe Stunde gedauert. Eine halbe Stunde? Ja, das war ganz, ganz, ganz schlimm. Weil die erstmal alle ganz paradox davor standen, dann hatten noch die versucht, diese Seile Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich würde mir denken, da beugt man sich rein, hält die Hand runter und da kann man jemanden rausziehen. Ja, das ist an sich eine gute Idee, aber nicht, wenn derjenige, der da runterfällt, völlig in Ohnmacht ist. Also wenn der dann völlig weggetreten ist. Also da ist dann sogar einer noch hinterher. Ach, warst du richtig in Ohnmacht? Ja, ja, sicher. Ich war völlig daneben, weil ich bin auch noch mit der Schläfe auf so eine Kante draufgefallen. Ich verstehe. Also, der Aufschlag und das Weihrauch, das hat ja einen Rest gegeben. Ja, so genau. Ach, jetzt verstehe ich. Du warst gar nicht bei Sinnen richtig. Nee, zum Schluss nicht mehr. Also anfangs habe ich das noch so halb mitgekriegt und dachte, ui, jetzt wird der aber ganz schön schwummrig. Mhm. Aber das war ganz übel. Und dann musste der Gärtner kommen mit so einem kleinen, ich weiß gar nicht, was das ist, wo die das immer mit ausheben. Ja. Also es hat, glaube ich, auch zum Schluss sagte mein Messdienerleiter, der war dann noch wieder ein bisschen lustiger drauf, meinte Katharina, es hat den Anschein, als ob du jetzt auch gestorben seist. Also, ja, es ist wirklich eine filmreife Szene, die du da beschreibst. Ja, vor allem in so einer kleinen Gemeinde, in der ich wohnte. Ja. Also es war am nächsten Tag auf Tierblatt in der Zeitung. Also ein skurriler Vorfall während eines traurigen Ereignisses, ne? Ja, so kann man das sagen. Ja, keine Frage. Ich habe mich aber nachher auch entschuldigt bei der Witwe. Also und hat sie es angenommen? Ja, sie sagte, ja, da können Sie ja nichts für und so. Und sie hat dann dem Pfarrer auch noch gesagt, beim nächsten Besuch in der Kirche, er möge doch bitte bei der nächsten Beerdigung keinen Weihrauch mehr einsetzen. Verstehe. Liebe Katharina, danke für die Geschichte. Bitte. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke, tschüss. Ja, ihr Lieben, falls ihr gerade reingeschaltet haben solltet, unser Thema heute Nacht heißt Beerdigung. Ich möchte mich gerne mit euch über Beerdigung unterhalten, über ungewöhnliche Beerdigungen, über ungewöhnliche Vorfälle. Das können lustige oder skurrile Sachen sein, so wie wir es gerade gehört haben, oder vielleicht auch äußerst traurige und dramatische Vorfälle. Und ich würde auch gerne mit euch reden über Beerdigungszeremonien aus oder von anderen Kulturen, wenn ihr mir da was zu erzählen hättet. 0800 220 50 50. Und hier ist die Silvia und Silvia ist 53 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Silvia. Grüß dich. Ja, Jürgen, bei uns war es etwas verrückt gewesen. Und zwar ist meine Oma 1987 in der ehemaligen DDR beerdigt worden, also gestorben. Und das fing schon bei der Beerdigungsrede durch den Pfarrer an, dass der Pfarrer halt sagte, sie wäre 1987 geboren, sie war aber 1887 geboren. Mhm. Also wie gesagt, fing schon alles ein bisschen komisch. Ist sie 100 Jahre alt geworden? Die ist 100 Jahre alt geworden. Das ist ja toll. Und dann halt auf dem Weg raus, mit dem dementsprechend mit dem Sarg dann, zur Grabstelle hin, fing meine Mutti an zu rufen, das ist das falsche Loch, die haben das falsche Loch ausgehoben. Und wir dann zur Mutti, Mann, ist ja gut, nun reg dich mal ab. Und mein Vater auch, ist ja gut, beruhige dich mal. Und wie wir dann davor standen, war es dann wirklich so, dass der Friedhofsgärtner oder Friedhofsgräber in der ehemaligen DDR, habe dann eine Friedhofsgräber gemacht und die waren ja manchmal nicht ganz ohne Alkohol, dass die halt das Grab neben der Grabstelle meines Opas, wo meine Oma dementsprechend mit beerdigt werden sollte, da haben die daneben das Grab ausgehoben und da haben sie praktisch jetzt erstmal die Oma dann sozusagen pro forma dort erstmal zur Erde gebracht. Das war noch vor Ostern gewesen. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also sie sollte neben dem Opa beerdigt werden. Sie sollte richtig auf das Grab von dem Opa mit beerdigt werden. Auf das Grab drauf? Genau. Ja, und jetzt hat man dann daneben was genau.
Und das war dann auch noch vor Ostern gewesen. Da musste die Oma dann halt noch über Ostern, da wieder wurde sie wieder dort ausgebuddelt sozusagen. Ach so, das heißt, sie ist wirklich, wirklich beigesetzt worden. Erstmal in diesem Loch, was gar nicht davor vorgesehen war. Und dann musste sie wieder ausgeholt werden. Und dann kam sie halt über Ostern nochmal in die Leichenhalle, wurde nach Ostern dann dementsprechend begraben. Und mein Papa meinte dann, na, wir sollten mal, das war eine Doppelstelle da nebenan, eine fremde Doppelstelle sozusagen, zu meiner Mutti, wir sollten mal die Doppelstelle kaufen. Dann, er würde ganz gerne, wenn er dann mal nicht mehr ist, so Art eine Familiengrabstelle haben. Mhm. Und jetzt kommt leider das Traurige. Mein Vater ist ein halbes Jahr später beim schweren Eisenbahnunglück in der DDR, da stand ein besoffener Russenpanzer auf den Schienen bei Forstzinner, 1988, da ist mein Vater tödlich ums Leben gekommen mit 53 Jahren und wurde dann auf diese Grabstelle sozusagen dann beerdigt. Und in der Familie und im Bekanntenkreis haben wir dann alle gesagt, seine Mutter hat ein halbes Jahr vorher praktisch für meinen Papa schon Probelin gemacht. Also war total verrückt. Ich stelle mir das auch sehr schwer für die Familie vor, wenn die Oma da einmal beerdigt wurde, dann wird sie wieder rausgebuddelt. Nein, nicht nur für die Familie, es war ja auch vor Ostern, und auch zur Osterzeit gehen ja auch viele, viele Familien auf den Friedhof. Und da haben wir auch gesagt, nun stellt euch mal vor, da kommt jemand auf die Idee und sagt, ach komm, lass uns doch mal Onkel August oder keine Ahnung wie halt, der Onkel und die Tante auf dieser Doppelgrabstelle. Oder so, genau. Oder so, genau. Genau. Die kommen da hin und da ist ein offenes Loch. Sehr schlimm. Ist denn quasi die Oma dann zweimal auch richtig mit zeremoniell beerdigt worden? Nee, nur einmal. Wart ihr denn oder waren denn Verwandte beim zweiten Mal auch nochmal dabei? Ja, wir waren beim zweiten Mal auch nochmal dabei. Ja. Der Pfarrer war dann auch nochmal dabei gewesen und hat sich dann sehr, sehr für seinen, der die Gräber dort gemacht hat, hat sich für die nochmal entschuldigt, für diesen Menschen, aber wie gesagt, das stelle ich mir wirklich in der Situation, in der man als Trauernder ist fürchterlich vor, wenn dann so eine Panne da passiert. Die war fürchterlich, vor allen Dingen, wir dachten, meine Mutti, die hatten einen Schock. Wir haben immer gesagt, komm her auf, ist ja gut, nun reg dich mal ab, ja. Und wie wir immer näher kamen zu dieser Grabstelle. Ja, die hatte das schon gesehen von Weitem, ne? Die hat es von Weitem gesehen und da haben wir auch gesehen, oh Gott, was ist denn jetzt hier passiert, ja? Ach du heiliger Vater. Wie hat das denn dann deine Mutter dann verkraftet, als wirklich klar war, das ist die falsche... Schwer. Also, man läuft ja sowieso komplett neben der Spur in solchen Situationen. Und wenn dann auch so etwas Unvorhergesehenes passiert, dann... Ja, und mein Vater auch, das war seine Mutti gewesen. Mein Vater war auch total neben der Spur gewesen. Total. Und naja, wie gesagt, ein halbes Jahr später... Dann war er in der Grabstelle. Ja, hat sie dann erwischt. Und die haben dann halt gesagt, ja, seine Mutti hat Probelin gemacht für ihren Sohn. Verrückt. Ja, verrückte und traurige Geschichte zugleich, ja. Ja. Silvia, danke für deinen Anruf. Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich. Alles Gute wünsche ich dir. Und ich wünsche mir von dir bitte eine Autogrammkarte. Kriegst du sehr gerne. Ja? Musst du auflegen und wir rufen dich nochmal zurück wegen deiner Anschrift. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt Beerdigung. Ich möchte mich gerne mit euch unterhalten über ungewöhnliche Beerdigungen und ungewöhnliche Ereignisse, vielleicht bei Beerdigungen, sehr traurige oder auch bizarre oder sehr schräge oder irgendwelche Ereignisse, über die man sogar schmunzeln kann. Vielleicht auch über ungewöhnliche Beerdigungsverfahren. Ich habe gestern schon das Beispiel gebracht der Seebestattung, Friedwälder. Oder manche Leute lassen ja auch ihre Angehörigen ins Ausland, nach Indien verschicken, nachdem sie verbrannt wurden, um sie dort im Ganges zu beizusetzen und so weiter. Da gibt es ganz ungewöhnliche Sachen. 0800 220 50 50. Weiter geht es mit Melanie und Melanie ist 43 Jahre alt. Guten Morgen, Melanie. Ja, guten Morgen, Domia. Schönen guten Morgen. Thema Beerdigung. Ja, ich wollte ja von der Beerdigung meiner Mutter erzählen. Die war am 27.10.2004, also so knapp über 2,5 Jahre her. Und das Ungewöhnliche an dieser Beerdigung war, dass ich ganz alleine auf der Beerdigung meiner Mutter war. Also ich im wahrsten Sinne des Wortes Mutterseelen allein in der Trauerhalle war. Du und der Pfarrer? Ja, der Pfarrer, die Organistin noch, die ich aus meiner Kindheit kannte, aus dem Kindergottesdienst. Und dann noch die Sargträger, die vier Sargträger, die normalerweise in der Trauerhalle nicht anwesend sind. Nur
halt dann so quasi so als Staffage vom Fahrer dort hin positioniert waren, ne, dass das dann halt nicht ganz so leer aus, aber es sah natürlich schon sehr leer aus. Wie kam das, dass du die einzige Trauernde warst während der Trauerfeier? Ja, weil meine Mutter hatte keine Freunde und Bekannte mehr, sie war 78 und alle Menschen, die ihr nahe gestanden haben, sind vor ihr gestorben. Verwandte? Ja, alle ja, sie hat noch einen Bruder, aber der ist weit weg und zudem hatte sie keinen Kontakt mehr. Den habe ich dann auch nicht benachrichtigt. Also er stand ihr nicht nahe, den hat sie das letzte Mal, also so vor über 30 Jahren. Ja. Wie war denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Also sehr ähnlich. Also sehr meine ähnlich. Mutter konnte fast zehn Jahre nicht mehr die Wohnung verlassen und ich habe sie gepflegt, ne, und ist eine Woche vorher ist sie ja sehr überraschend gestorben. Ich habe sie tot im Bett gefunden. Ich bin vom Einkaufen gekommen und da lag sie schon kalt. Welche Erkrankung hatte sie? Ja, sie war demenzkrank. Also diese Altersdemenz. Ne, wie war denn das dann für dich, wenn du alleine dort in der Trauerhalle saßt, alleine auf der Beerdigung deiner Mutter, die du sehr geliebt hast? Ja, eigentlich abgöttisch. Also ich stand auch noch so unter Schock. Also ich hatte so das Gefühl, also ich träume das nur. Das war das für dich schlimmer noch, dass du alleine warst, als wenn da vielleicht noch Leute da gewesen wären? Ja, ich hätte eventuell so Nachbarschaft, ich hätte eventuell Leute da, um die Reihen zu füllen, das hätte ich eventuell machen können, aber ich denke mal, das wäre nicht im Sinn meiner Mutter gewesen, weil das Menschen waren, die gar nicht richtig mehr kannten. Hast du denn keine nahen Menschen um dich herum? Doch, ich habe sogar noch einen Zwillingsbruder, aber der konnte nicht anwesend sein, weil der kann seine Wohnung nicht verlassen, der lebt quasi als Einsiedler. Das hatte ich dir auch schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Jetzt, wo du gerade das Stichwort sagst. Jetzt, wo du das Stichwort gerade sagst. Ja. Ich erinnere mich. Ihn versorgt. Aber der konnte halt zur Beerdigung nicht kommen. Also es ging nicht. Also war das eine ganz, ganz, ganz einsame und ganz traurige Veranstaltung für dich. Ja, und sie hat auch so das Leben halt meiner Mutter wiedergespiegelt. Ne? Ich meine, man kann ja nicht irgendwelche Leute daherzaubern, nur um da so eine Kulisse zu bilden, ne? Sodass die Plätze dann... Meinst du denn, dass du sagst, das hat das Leben meiner Mutter wiedergespiegelt, meinst du, dass deine Mutter etwas versäumt hat, nämlich vielleicht auch Freunde und Freundschaften zu hegen und zu pflegen? Doch, sie hat nur alle Menschen, die ihr nahe standen, die sind halt vor ihr gestorben. Das war das Unglück daran, ja. Also sie hatte schon, als sie jünger war, hatte sie eigentlich sehr großen Freunde und Bekannten. Nur sie war eigentlich die Letzte, die allerletzte, die übrig war. War so in der Nachbarschaft, alle Leute, so die ich so von Kind auf kannte, die waren alle gestorben. Dann sind da neue Menschen eingezogen, meine Mutter dann gar nicht mehr kannte. Ja, ich stell mir auch sehr schwer vor, dann als die Trauerfeier beendet war, dann alleine hinter dem Sarg zu gehen, wirklich völlig alleine zu sein. Das ging eigentlich relativ schnell. Also das ging dann, ne, der wurde dann hingerollt und es war eigentlich auch ein sehr schöner Herbsttag, ne, weil meine Mutter hasste Regen. Also da hat es also wenigstens nicht geregnet. Ne? Aber das ganze Szenario war halt sehr makaber. Ne? Also würde ich nochmal fragen, war das für dich jetzt noch schlimmer, dass du alleine warst? Ja, eigentlich schon. Also, ja, glaube ich. Wobei du natürlich recht hast, es war natürlich dann wiederum besser so, als wie du gerade gesagt hast, Staffage da sitzen zu haben. Ja, und ich hatte halt auch Angst, dass ich da irgendwelche Leute und auch vor dem Gerede, ne, dass ich dann hinterher dann so, die war da ganz, also so, ne, Leute reden ja auch. Ne, und da wollte ich eigentlich auch nicht so irgendwie so einen Klatsch stoppen. Ja. Wenn du gerade erzählt hast, dass... Ja, ich halt im Sinne meiner Mutter gewesen. Ich meine, ich war ja der wichtigste Mensch. Gut, der andere wichtigste Mensch ist ja mein Bruder. Aber wie gesagt, da hätte meine Mutter auch Verständnis gehabt. Ich meine, so in Gedanken, ne, war er ja auch bei ihr. Nur ich hätte halt da diese Verantwortung nicht tragen können. Ich weiß, was da noch passiert wird. Denn ne, in der Nacht, als ich dir das erzählt habe, ist das auch noch sehr dramatisch verlaufen. Er hat es nämlich leider im Radio mitgehört und ist in Panik dann davongelaufen. Ah, ja. Und ich habe dann, es ist Gott sei Dank nicht
Schlimmes passiert und es hat sich auch insofern zum Guten gewendet, dass er halt in der Wohnung bleiben kann. Okay, Melanie, das ist dann ein anderes Thema. Wir haben ja heute das Thema Beerdigung. Ja. Ich danke dir für die Schilderung deines Erlebnisses. Vielleicht hätte eine und, Bitte, könnte ich auch noch mit dem Psychologen, der heute da ist. Sehr gerne, ja. Wenn du das möchtest, biete ich dir das gerne an. Das ist der Peter heute. Dann rufen wir rufen wir dich gleich nochmal an. Ja, das wäre sehr gut. Alles Gute, von Herzen wünsche ich dir. Tschüss. Mach's gut, ciao. Und hier ist Javid. Und Javid ist 33. Ja. Hallo, Javid. Hallo, Domian. Woher kommt der Name? Aus Pakistan. Aus Pakistan? Ja. Aha. Ja, du rufst auch zum Thema Beerdigung an. Ja, genau. Und zwar hat sich mein Vater am 26.06., sind es genau 4 Jahre, selbst das Leben genommen, hat sie erhängt. Mhm. Das Problem ist, dass es, auch wenn viele andere denken, ja, die bringen sich alle mal selber um, die Leute, die Moslems und so, es ist eigentlich nicht erlaubt, das ist eine Sünde. Wieso sollen Leute denken, die Moslems bringen sich alle reihenweise selber um? Ja, weil so immer so erzählt wird, hier die Bombenleger und so. Und ach so, darauf nimmst du. Ich verstehe. Ja, ist aber nicht so. Also es ist eine Sünde und normalerweise darf man dann die Person nicht beerdigen. Ach so, ist das. Ja, also ist bei einigen immer unterschiedlich. Es gibt auch bei uns viele Unterschiede, aber in Pakistan ist das ziemlich hart. Wie hat dein Vater sich das Leben genommen? Er hat sich erhängt. Er hat sich erhängt und hat er das in Deutschland gemacht oder in Pakistan? Ja, in Deutschland. In Deutschland, oder? Ja. So, und nach dem Ehren- oder nach dem Glaubenskodex dürfte die Person nicht beigesetzt werden? Nicht in Pakistan. Wir hätten ihn nicht überführen dürfen. Aha. Was passiert denn, kurze Zwischenfrage, bevor du es weitererzählst, was passiert denn mit Leuten, die in Pakistan sich das Leben nehmen? Die müssen doch irgendwie beigesetzt werden. Also, wie gesagt, da ich ja hier eigentlich aufgewachsen bin und hier lebe, weiß ich immer nur von den Leuten, wenn sie es mir erzählen. Hm. Also, was ich mitgekriegt habe, ist, dass sie verbrannt werden. Und das darfst du eigentlich nicht, weil der Körper ja von der Erde kommt und man soll es zurückgeben. Und es gehört, man leiht sich ja nur den Körper, sagen die immer, ist ja von Gott gegeben und dann gibt man ihn wieder zurück, dass die dann praktisch die Tiere und sowieso sich davon ernähren. Und das wäre dann halt nicht der Fall, er würde dann verbrannt werden. Ach so, zur Strafe würde man dann als Leichnam quasi verbrannt. Ja. Ich verstehe. So, erzähl mal weiter von deinem Vater. Ja, und erstmal war es sowieso ziemlich schwer, weil bei uns ist halt so, dass es gibt halt Rituale, die man vollziehen muss. Welche sind das? Stirbt. Zum Beispiel, man muss den Körper waschen, das machen dann meistens die Söhne bei den Vätern und die Töchter bei den Müttern. Dummerweise hat mein Bruder, der ist ein bisschen jünger als ich, meinen Vater gefunden, den konnte ich also nicht dazu nehmen, der war psychisch ein bisschen sehr angeknackst. Und habe ich mir halt Hilfe geholt von der Moschee, weil ich ja auch noch nie dieses hatte. Ich musste noch nie jemanden beerdigen, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und da habe ich mir halt Bücher besorgt, im Internet geguckt und so. Und war deine Mutter denn auch zugegen? Beim Waschen nicht. Nee, aber überhaupt. Deine Mutter lebte auch und war auch in der Familie. Sie lebte auch, war zu dem Zeitpunkt aber in der Klinik, weil sie einen schweren Verkehrsunfall hatte. Ach so, das auch noch. Ach du. Ja, war alles nicht so toll. Das heißt, du hattest, die ganze Verantwortung lag bei dir. Ja. Also hast du dich informiert, wie man das macht? Genau. Und hab dann gelesen, wo man anfangen muss zu waschen. Zum Glück haben mir, wie gesagt, 2 Leute von der Moschee geholfen dabei. Wo hat denn diese Waschung stattgefunden bei euch? In Deutschland. Das habe ich verstanden. Bei euch in der Wohnung oder? Nein. Das war die Leiche wurde in wie heißt das, so ein Leichenkrypt, da so eine Leichenhalle gelegt. Mhm. Die wurde ja ganz normal abgeholt, weil die Polizei ja Untersuchungen durchführt, ob natürlich unnatürlicher Tod mit Gewalteinwirkung und. Und deswegen lag er da. Die Waschung wurde auch dort gemacht, auf dem Friedhof. Das war so eine Art Kapelle. Und da haben sie uns den Raum zur Verfügung gestellt. Und da haben wir dann halt den Körper gewaschen. Dann haben sie mir gezeigt, in welcher Reihenfolge, also welche Teile zuerst gewaschen werden müssen. Also oben angefangen Kopf und alles drum und dran. Wie wird gewaschen? Wird nur mit klarem Wasser gewaschen? Oder nimmt man irgendwas anderes noch dazu? Oder muss das Wasser warm sein oder kalt? Gibt es da bestimmte Regeln? Also, das Wasser, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zu dem Zeitpunkt so ein bisschen nicht ganz auf der Höhe. Ich habe also die ganze Zeit auch geheult. Das Wasser und so haben die alles gemacht, aber die haben da was reingemacht, das weiß ich. Mhm. Weil es hat auch ein bisschen geduftet. Mhm. Also es war nicht normale Seife, es war schon was anderes. Und es war, ich sag mal, so lauwarmes Wasser. Und
Dann haben wir ihn halt, wie gesagt, gewaschen. Er war auch ganz froh darüber, dass ich einige Körperteile, zum Beispiel Genitalien und so, nicht waschen muss. Das haben die mir dann abgenommen, weil das hätte ich auch nicht gekonnt. Es war schon schwer, so sein Gesicht und seinen Oberkörper und so zu waschen und dann halt die ganze Zeit da zu sehen. Ja, und wenn, als er dann gewaschen worden ist, das wurde dann wiederholt nochmal, also zweimal, haben wir ihn dann in weißes Leinentuch eingewickelt. Weil das auch Tradition ist. Das ist auch Tradition. Ja. Ich kann dir auch nicht genau sagen, wie das genau gelaufen ist, weil das haben die zum Glück das Größte übernommen, weil es gab so ein System, wie man den Körper wickelt, also es sah danach wirklich aus wie so eine Mumie, dass man nur noch das Gesicht gesehen hat. Achso, das Gesicht blieb frei. Das Gesicht blieb frei, der Rest war alles komplett eingewickelt. Wurde dann dein eingewickelter Vater, wurde der in einen Sarg gelegt? Ja, danach für den Transport, weil wir ihn ja nach Pakistan, hat immer gesagt, er möchte halt in seiner Heimat beerdigt werden, mussten wir einen Transportsarg dann reinlegen, dass wir ihn dann rüberbringen. Achso, er ist dann doch nach Pakistan gekommen. Ja. Mhm. Deswegen musste ich ja ein bisschen, wie gesagt, es hat nie jemand mitgekriegt. Achso, es hat niemand erfahren, dass er sich selbst das Leben genommen hat. Genau. Ich habe eine Geschichte erfunden, dass er ausgerutscht ist in Bad und dann mit dem Genick unglücklich dann aufgekommen ist. Und ich hatte auch das Glück, dass es halt nicht so genau in den Dokumenten drin stand. Ja. Da stand halt nur unnatürlicher Tod drin. Ah ja. Und er ist dann in Pakistan beigesetzt worden. Ja, nachdem wir die ganzen Formalitäten uns erledigt hatten. Bist du mit rüber geflogen? Ja, zum Bruder meiner Schwester und meiner Mutter. Ja. Wie verläuft dann so eine Beerdigung in Pakistan? Hat man sich das vorzustellen, sind das so Friedhöfe wie hier oder wie läuft das? Ja, sind auch Friedhöfe, so wie hier. Ja, und kommen die Verstorbenen in Särge oder werden sie nur im Tuch beerdigt? Also es ist so, die haben Särge, das sind aber alles Holz, die geöffnet sind zum Teil, damit die Tiere und so rein können. Also es darf nichts sein, was richtig luftig verschlossen ist. Achso, es kommt auch oben kein Deckel auf den Sarg? Doch schon. Aber ein bisschen, wir mussten unser ein bisschen öffnen, weil wir das Problem hatten. Wir hatten ja so einen Transportsarg und die müssen ja nicht zugeschweißt, aber die sind luftdicht zu, damit man sie halt transportieren darf im Flugzeug. Achso, und dieser Sarg musste dann in Pakistan wieder etwas geöffnet werden, damit da Luft reinkommt. Und also das ist sehr, sehr wichtig in eurem Glauben, in der Glaubensvorstellung, dass der Mensch dann quasi wieder der Natur zurückgegeben wird und auch eben zur Ernährung der Tiere dann gegeben wird, geschenkt wird. Ja, die sagen immer, also der Körper kriegt man halt von Gott und gibt ihn halt wieder zurück. Wird denn dann an dem Grab, so wie wir das hier in Deutschland kennen, von Geistlichen, auch noch, werden da noch ein paar Worte gesagt? Oder wie läuft das? Also es war so, erstmal wurde er aufgebaut im Haus von meinem Onkel. Da haben sich alle nochmal angeguckt. Ich war halt ganz froh darüber, dass es so gewickelt war, dass man das nicht sehen konnte, nur das Gesicht halt. Aber man kann ja nicht alles kaschieren. Und es waren so, draußen saßen mittlerweile 200, 300, 400 Leute. Kommen alle Verwandte und auch von den Nachbarn. Und dann war es so, nachdem dann der engste Familienkreis drin im Haus getrauert hat, wurde halt der Sarg getragen. Und da ist es eigentlich so, dass die Söhne, so ich sag mal, wie vier Stangen, wo der Sarg halt drauf liegt, an jeder Seite sind vier Leute, müssen eigentlich die Söhne vorne rechts angefangen an jeder Stange einmal komplett rumtragen. So, meinem Bruder ging es halt immer noch nicht so gut, den haben wir dann auch vorgelassen, dann bin ich dann mit und es war sehr schwer, weil es ein Riesengedränge war. Also ich bin selber kaum dran gekommen. Jeder wollte an den Sarg tragen. Und wie lange dauert dann diese Zeremonie, bis der Leichnam zur Erde gelassen wird? Wie lange waren das? Also bevor er wirklich im Grab war, nachdem wir angekommen sind, ich müsste liegen 2,5 Stunden, 3 Stunden. Also er wurde dann auch noch am Tag der Ankunft, als er mit dem Flugzeug angekommen war, wurde er auch dann schon gleich beerdigt. Ja. Sommer dort gewesen, da waren zu dem Zeitpunkt, ich muss jetzt lügen, knapp 48, 49 Grad schon drin. Und das geht halt nicht, ist halt nicht gekühlt. Jedenfalls war es dann so, dass wir den getragen haben, den Sarg, sind wir, bevor wir zum Grab gekommen sind, auf so einem riesen Fußballfeld, da wurde er nochmal hingestellt, dann standen alle, es waren also nur Männer, Frauen waren halt nicht dabei, standen alle Männer dann dahin, mussten uns in der Linie hinstellen und haben alle nochmal gebetet. Und war halt sein Cousin,
war halt der, der das Vorbeten gemacht hat. Das war so der Älteste unserer Familie. Das ist immer nur diese Rangfolge. Mhm. Er hat das alles dann davon übernommen. Und nachdem wir dann gebetet hatten, ich sag mal, es waren so 20 Minuten, 30 Minuten, die wir da gebetet haben alle, sind wir dann Reststück zum Grab weiter. Mhm. Und da war es so, ich habe ja gesagt, okay, ab dem Punkt, jetzt ist okay, jetzt ist vorbei, jetzt machen die ihn da rein und fertig war, weil ich das halt nicht wusste. Mhm. Und das war nicht so, da mussten sein Bruder, meine Cousins und ich, also wir Familie, mussten ihn rein, den Sarg reinhieven ins Grab, mhm, und uns also reinstellen und mussten aber auch aufpassen, dass wir keine Erde, die ringsrum liegt um Grab, mhm, ins Grab reinschütten. Ach so. Mhm. Also das, ja, war kompliziert alles. Ja, kompliziert, mhm, und anstrengend. Ich bin nun auch nicht gerade der Dünnste, mhm, und es war so, bis zu meiner Brusthöhe war das Loch. Ja. Und ich musste halt aufpassen, dass ich dann da nichts mache, weil, ja, die haben mir extra gesagt, pass auf, dass keine Erde reinkommt. Ja. Also eine ganz andere Beerdigungszeremonie, als wir sie hier kennen. Ja. Ich würde dich gerne noch fragen, der Vater ist nun in Pakistan beerdigt. Du lebst hier in Deutschland, bist ja, hast du gerade, glaube ich, gesagt, aufgewachsen, geboren sogar in ja, Deutschland. Ist es für dich schmerzlich, nicht diesen Ort der Trauer zu haben, also zum Friedhof gehen zu können? Manchmal schon, aber ich habe ein bisschen mehr, was mich mit meinem Vater verbindet. Also, mhm, ich war nicht, klingt jetzt blöd, aber ich war der erste Sohn. Also wir sind der Stammhalter und wir hatten auch noch am gleichen Tag Geburtstag. Achso, also gibt es da viele Gemeinsamkeiten, genau, die im Herzen, ja, und im Kopf sind, dass du, ja, gar nicht diesen direkten Ort brauchst. Also wenn ich gehe ab und zu hin, dann gehe ich auch zum Grab hin. Also wenn du in Pakistan bist. Wenn ich in Pakistan, mhm, bin, aber, mhm, es geht halt nicht immer. Verstehe, das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ja. Lieber Javed, ich danke dir für die Schilderungen aus einer Welt, die wir so gar nicht kennen oder vielleicht höchstens mal im Fernsehen gesehen haben oder eben auch noch gar nicht gehört oder gesehen haben. Danke dir vielmals und wünsche dir alles Gute. Ja, schönen Abend noch. Auf Wiederhören. Tschüss. Susanne ist hier. Susanne ist 39. Guten Morgen. Hallo. Hallo Susanne. Ja, bei mir geht es um das Thema Seebestattung. Seebestattung, ja. Genau. Mein Vater ist 1999 an Krebs verstorben, mhm, und hat sich eine Seebestattung gewünscht. Wie kam das? Hat er eine besondere Affinität zur See? Er hat das in sein Testament reingeschrieben. Das wurde vorher nicht thematisiert. Das war also sozusagen eine Überraschung. Das war für euch alle eine Überraschung? Genau, ja. Hatte er denn irgendwie, ist er mal zur See gefahren oder ist er gerne... Er war in der Raumfahrt. In der Raumfahrt? Ja. Tätig in der Raumfahrt? Genau, er war Astrophysiker. Ach so, hat er also zum Meer? Er hat mal als junger Mann mit der Marine zu tun gehabt. Vielleicht, mhm, hat es damit was zu tun. Hat er denn gerne oft Urlaube am Meer gemacht? Ja, schon. Das schon, aber auch. Ich glaube, das Hauptmotiv war für ihn, dass ihn immer die Art und Weise gestört hat, wie seine Mutter mit dem Familiengrab umgegangen ist, das mehr so als Schrebergarten genutzt worden ist, denn als Erinnerungsort. Das heißt, er wollte sich dem Ganzen entziehen. Er wollte sich dem Ganzen entziehen, mhm, zumal die Mutter noch lebt. Mhm. Sonderbar, dass er es nicht vorher mal irgendwann gesagt hat. Er hat gesagt, dass er sich verbrennen lassen will. Ja. Er hat mal zu mir, wir haben mal so aus Scherz beim Golfspielen drüber geredet, ob man wohl auf dem Golfplatz verstreuen könnte. Mhm, aber also so direkt über die Seebestattung ist eigentlich nicht gesprochen worden. War das für euch? Stand im Testament. Ja, war das für euch als Angehörige ein Schock, als ihr es gelesen habt, die Seebestattung? Also für mich war es kein Schock, auch für meine Mutter nicht. Für uns war eigentlich von Anfang an klar, dass sein Wunsch respektiert, mhm, wird. Mhm. Aber es gab mehrere Leute in der Familie, die das ganz schrecklich fanden. Auch seine Mutter fand es schrecklich. Ja. Und da war also durchaus auch Widerstand da. Mhm. Aber dennoch habt ihr natürlich seinen letzten Wunsch erfüllt. Genau so ist es. Beschreibt doch mal, wie die Seebestattung dann, wie sie zelebriert wurde, wie das abgelaufen ist. Also das ist so, dass ich glaube, viele Leute haben da eine völlig falsche Vorstellung davon. Also mir ist es selber passiert, dass ich auch mit Freunden von mir darüber gesprochen habe, dass wir das machen. Mhm. Und dann meinte ich, ich finde das nicht schlimm. Ich meine, das ist auch nicht, ich finde es auch nicht toll, wenn man jetzt irgendwie in der Erde liegt und wird von den Würmern gefressen. Mhm. Und ein Freund von mir meinte dann drauf ganz bierernst, das ist auch nicht besser, wenn einen da die Fische anknabbern. Ja, aber man ist doch... Ja, und dann habe ich gesagt, dass du...
das ist ja nicht so wie im Piratenfilm, dass man da irgendwie in ein Segel eingenäht ins Wasser geschmissen wird, genau. Sondern das ist natürlich die Asche. Man muss immer verbrannt werden vorher, ne? Ja. Das ist die Voraussetzung in der Seebestattung. Genau, das ist richtig. Also die, es wird eine ganz normale Trauerfeier gemacht am Wohnort. Ja. Und dann wird die Leiche verbrannt. Kommt in eine Transporturne und wird erstmal an die See geschickt. Ja. Bei uns war das hier noch, was dazu kommt, wir sind in Bayern. Ja. Da ist das nicht so alltäglich mit der Seebestattung. Da war es ein weiter Weg hoch. Ich musste auch erstmal von Institut zu Institut laufen, bis ich eins gefunden habe, die sich dafür interessiert haben, das zu machen. Hat denn die Seebestattung dann in der Nordsee stattgefunden? In der Ostsee. In der Ostsee. In der Ostsee. Ah ja. Dann seid ihr alle hochgereist? Genau, alle nicht. Also meine Mutter und ich und eine Schwester meiner Mutter ist mitgefahren. Die, muss ich dazu sagen, auch am Anfang entsetzt war von dieser Idee und gemeint hat, also sie findet es ja ganz furchtbar, dass man kein Grab hat, an das man gehen kann. Und sie hat aber das mitgemacht. Wie lief das denn ab? Ihr kamt dann irgendwo in einem Hafen in der Ostsee an? Genau. Und wie lief das dann? Das war ein Timmendorfer Strand. Und da fährt man dann mit dem Schiff raus. Ja, und die Urne ist dann an Bord schon. Genau, die Urne ist an Bord, die wird umgefüllt. Habt ihr die Urne mitgenommen oder wurde sie mit einem Das darf man nicht. In Deutschland nicht. Mit einem ich weiß nicht, ob die das mit der Post schicken oder wie. Ich vermute, dass ein Bestatter es dorthin per Kurier fährt oder so. Also das wird vom Bestattungsinstitut direkt an die Firma geschickt, die Seebestattungen macht. Wie weit fährt das Schiff dann raus? Das ist unterschiedlich. Also man kriegt dann auch hinterher eine Urkunde, wo der genaue Längengrad und Breitengrad drauf ist. Es ist schon, also soweit ich mich entsinne, war das schon eine halbe, dreiviertel Stunde, die wir gefahren sind. Wie viele Menschen sind dann an Bord dieses, ich sag mal, Bestattungsschiffes? Wenn du selber mitfährst als Hinterbliebener, dann nur die Hinterbliebenen von einem Toten. Ach so, und die Besatzung entsprechend. Genau, ja klar, der Kapitän und Steuermann und was die halt da so an Personal haben. Ist denn an Bord je nach Wunsch auch noch ein Geistlicher oder das nicht mehr? Hätte man, glaube ich, haben können, hatten wir aber nicht. Habt ihr nicht. So, wenn ihr, als ihr dann an dem Punkt angekommen wart, wo die Urne zu Wasser gelassen werden sollte, wie lief das dann wiederum ab? Also wir sind zunächst, waren wir in so einem Aufenthaltsraum an Bord, aber innen im Schiff. Da war die Urne aufgestellt mit Blumendekoration. Die Urne, die ursprünglich zum Versand verwendet worden ist, ist da nicht mehr da, sondern das wird umgefüllt vorher in eine Urne aus gepresstem Muschelkalk. Genau, damit sich die auflöst. Das sozusagen ökoverträglich ja. ist. Ja. Es ist nicht so, wie man das immer mal wieder in Filmen oder Fernsehserien auch deutscher Produktionen sieht, dass da irgendwie lose die Asche ins Meer gekippt wird. Das ist Quatsch, das macht man nicht so. Wenn man dort ankommt, wird vor Anker gegangen und es wird Musik gespielt, die man vorher ausgesucht hat. Es wird die Schiffsglocke geläutet, die Fahne auf Halbmast und der Kapitän spricht halt noch ein paar Worte, da hat man sich natürlich vorher ein bisschen unterhalten, der hat ein paar Infos gekriegt, wer der Verstorbene war und so weiter. Und dann wird diese Urne vorsichtig mit den Blumen obendrauf vom Kapitän ins Wasser gesenkt. Und versinkt dann. Genau. Und das funktioniert also so, dass diese Muschelkalkurne, die löst sich auf. Wie schnell? Innerhalb von ein paar Stunden. Ach, so schnell geht das? Das geht relativ schnell, ja. Ach so. Also einen halben Tag oder so. Und da sind unten so Korallenbänke an der Stelle, an diesen Stellen, auf denen ja nicht gefischt werden darf. Also das ist auch eine Gegend, da wird nicht irgendwie mit Fischerei oder sonst irgendwelchen industriellen Kram da gemacht. Und das bildet dann so ein Häufchen, dieser Muschelkalk mit der Asche und da wachsen dann wieder die Korallen drüber. Was ja ein fast ein poetisches Bild ist. Genau. Dass man das so sieht. Wie hast du das als Tochter empfunden und erlebt, als dann diese Urne mit deinem Papa ins Wasser ging? Ja, das ist natürlich ein schwerer Moment, das ist klar. Aber ich glaube jetzt, dass das nicht leichter gewesen wäre, wenn das irgendwie auf dem Friedhof gewesen wäre. Genau, jetzt sind viele Jahre vergangen. Bist du auch völlig damit jetzt ja auch im Nachhinein im Einklang, dass das so gemacht wurde. Absolut, ja. Also um die Zeremonie noch abzuschließen, das Schiff kreist dann am Schluss noch dreimal um diese Stelle und nochmal mit Musik und dann fährt man wieder zurück. Und
meine Tante, die vorher so dagegen war, aber mitgefahren ist, meiner Mutter zuliebe, war dann hinterher so weit, dass sie eigentlich überlegt hat, ob sie das nicht auch machen sollte. Weißt du, wie du mir das gerade erzählst? Ich habe das richtig vor Augen und ich empfinde das fast als feierlicher und würdiger. Ja. Als vielleicht eine Übersetzung auf einem Friedhof. Ja. Wenn das Schiff kreist und Musik spielt und es hat also so. Also ich muss sagen, gerade bei Urnenbeisetzungen, wir hatten dann einen Fall in der Familie, das war ein Jahr später, da ist von einem Onkel von mir die Frau gestorben und das war eine ganz normale Urnenbeisetzung auf dem Friedhof und das war also bei Weitem nicht so feierlich. Würdest du es für dich auch haben wollen? Ja. 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 Ah ja. Und also auch meine Mutter sagt, dass wenn es für sie mal irgendwann der Tag kommt, dann möchte sie das auch gerne haben. Oder was ihr auch gefallen würde, hat sie mittlerweile gehört, das wird zwar nicht in Deutschland gemacht, aber das macht man in der Tschechoslowakei. Da gibt es so, ja, das geht so in Richtung Friedwald. Und da wird die Urne, klingt jetzt ein bisschen makaber vielleicht für manche, in einen Behälter gepackt mit Blumenblüten und das wird dann mit einer Art Kanone hochgeschossen. Ach. Und dann verteilt sich die Asche mit den Blumenblüten irgendwie über diesen Friedwald. Ach. Also ich kenne es so, in Deutschland kann, ja, das ist was Neues. In Deutschland gibt es ja Friedwälder, wie das Wort schon heißt, wo man im Wald an einem Baum beigesetzt werden kann oder so etwas. Also wir haben es eigentlich alle positiv erlebt. Und warst du seitdem nochmal an der Ostsee? An der Ostsee ja, aber nicht genau in dem Ort. Dennoch. Aber man kann sich ja trotzdem, was ich noch sagen wollte, ich habe einen sehr schönen Satz in Erinnerung, weil also dieses Thema vorher diskutiert worden ist bei uns, von wegen man hat keinen Ort, wo man hingehen kann und trauern kann, wie das halt so üblich ist. Es haben sich einige mokiert auf der Trauerfeier. Wir hatten eine Trauerfeier hier vor der Feuerbestattung oder vor der Verbrennung. Und da haben also auch ein paar rumgemeckert, was ich so nebenbei mitgehört hatte beim Laufen da auf dem Friedhof. Und dann hat ein entfernter Verwandter von uns, ein pensionierter Arzt, der ursprünglich aus Georgien stammt, hat dann drauf gesagt, einem, der da gemeckert hat, weißt du, das Erinnern hast du in deinem Herzen und nicht unter einem Stein. Und das fand ich eigentlich einen sehr schönen Satz. Und man kann an einen Menschen denken, man kann ein Foto aufstellen mit einer Kerze davor oder mit Blumen davor und da muss man nicht unbedingt auf den Friedhof rennen, wo sich ja viele Leute doch eher dafür interessieren, ob sie die schöneren Blumen haben wie der Nachbar. Wobei man das natürlich auch respektieren muss, wenn Menschen sagen, das ist für mich ein wichtiger Ort. Aber das Allerwichtigste ist der Wunsch des Verstorbenen. Ne? Genau, das war der Wunsch deines Vaters. Der Punkt, ja, finde ich auch. Ja, definitiv. Und im Nachhinein muss ich sagen, also oft, wenn ich so höre von anderen Leuten, was die für Probleme haben mit ihren Familiengräbern, mag sein, das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. In Bayern ist man da sehr konservativ. Und da gibt es also wirklich so Regelungen wie, du musst diese Pflanze außenrum und das gibt hinten. Absurditäten in der Tat. Ja, das Problem habt ihr ja nun nicht. Und das hat man nicht. Und da, wenn man immer wieder so Geschichten hört oder ich habe auch gehört von Leuten, die in einem kleinen Ort sind, da ist der Friedhof so klein, da darf das Grab maximal 20 Jahre haben, egal ob da noch einer lebt oder nicht. Der Papa ist in der Ostsee. Genau. Und liebe Susanne, ich danke dir. Da ist das alles erledigt. Ich danke dir für die anschauliche Schilderung. Das war sehr nett und wünsche dir alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. Auch. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema heute Nacht Beerdigungen und herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Petra und Petra ist 50. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen, Domian. Hallo, Petra. Ja, und zwar mein Thema ist eigentlich, dass ich immer so ungewöhnliche Wünsche der Beerdigung habe, wo ich dann selber eigentlich hinterher gar nicht so richtig mit klarkomme. Du hast ungewöhnliche Wünsche für wessen Beerdigung? Also mein Mann ist vor 11 Jahren verstorben, ja. Perser. Bitte? Und ich muss beisagen, er ist Zarathustra, das ist eine ganz alte persische Religion und die werden in einen Turm des Schweigens beigesetzt. Das heißt, egal ob reich oder arm, da wird der Leichnam mit einem Leichentuch in diesen Turm gelegt, dann wird das Tuch weggemacht und dann fliegen die Geier da rein und fressen die Leiche und wenn sie dann wieder ein bisschen abgenommen haben, fliegen sie wieder raus. Ja, und es soll dann noch so ein Beisatz sein, je schneller die wieder rausfliegen, desto besser war dieser Mensch. Ja, das klingt jetzt für uns Westeuropäer erstmal etwas brutal. Ja, aber, für mich auch. Aber die Buddhisten haben dieses Ritual auch.
Und ich glaube, es gilt bei den Buddhisten sogar als ganz große Ehre, wenn man so beigesetzt werden darf. Oder ich glaube, nur bestimmte Mönche, die eine Stufe erreicht haben, dürfen so beigesetzt zu werden, weil die Ehre besteht darin, dass man seinen Körper direkt einem lebenden Wesen gibt, um weiterzuleben, nämlich dem Vogel als Nahrung. So weiß ich es von den Buddhisten. Dieser Turm des Schweigens, sagst du, so heißt das? Ja. Wo war dieser Turm? Im Iran, in Persien. Aber dein Mann ist hier gestorben, in Deutschland. Er ist in Deutschland gestorben. Und er wurde dann auch überführt? Als ganzer Leichnam dann rüber. Ja. Und ist dann da beigesetzt worden. Das Schreckliche ist, mein Sohn war gerade 10 damals. Mhm. Und ich konnte nicht zur Beisetzung mit meinem Kind rüber, weil der nachfolgende Bruder meines Mannes wollte meinen Sohn dann da hinten behalten. Und ich habe mich dann erkundigt bei der Botschaft und die haben gesagt, ich könnte jederzeit raus, aber der hätte wahrhaftig da hinten die Rechte, mein Kind dann zu behalten. Das Kind könnten sie dann nicht wieder rausholen. Das heißt, du warst bei dieser, wenn auch für uns westliche Menschen sehr, sehr vielleicht schauderhaft anmutenden Beisetzung, warst du nicht dabei? Nein, das war das Schlimme. Ich habe dann jetzt bei einer Gedenkmesse gemacht, wurde von vielen Menschen auch angegriffen, die das überhaupt nicht verstehen konnten, weil mein Mann ja so viele Jahre in Deutschland auch war. Aber er hat immer zu mir gesagt, bitte, wir dürfen das Wasser nicht beschmutzen, die Luft und die Erde, bitte mach das nicht. Also der Wunsch deines Mannes war, ich möchte nach Persien und ich möchte nach diesem alten Ritual meiner Religion beigesetzt werden. Ja, und das hat er auch noch, ich habe ihn 7 Jahre gepflegt bei mir zu Hause und noch am Sterbetag auch noch, bitte, bitte versuch alles. Und dann habe ich umgedreht gedacht, wenn ich in Persien gelebt hätte und die hätten gesagt, so, und du musst jetzt in den Turm des Schweigens rein. Ich hätte auch gesagt, bitte, bitte bringt mich nach Deutschland, da will ich nicht rein. Darum habe ich das auch geschafft. Bloß jetzt ist Pfingsten meine Mama gestorben, die habe ich auch 2,5 Jahre bei mir gepflegt. Und ihr Wunsch ist jetzt, dass sie verbrannt wird und in Holland verstreut wird. Wobei irgendwo in Holland? In Holland, das ist, sind so Felder und da werden die dann, die Asche wird verstreut. Ist das legal in Holland, darf man das? Ja, das ist ganz, ganz legal. Das wird auch hier vom Bestattungsinstitut alles geregelt. Das heißt, du musst selbst nicht mit der Urne dorthin fahren und deine... Nein, das wird alles vom Bestattungsunternehmen geregelt. Bloß für mich ist es schlimm, ich habe wieder keine Stelle, wo ich hingehen kann. Also es ist wieder nur, ich sag nur eine Kerze, ein Bild und nur wieder so eine Zeremonie. Bloß für mich ist eben, was derjenige, der letzte Wille, der Wunsch ist für mich eben ganz wichtig. Natürlich. Egal, wie ich damit klarkomme oder nicht. Ja, natürlich. Wie erklärst du dir diesen letzten Wunsch deiner Mutter? Meine Freundin Andrea ist vor 3 Jahren gestorben und ich habe viel Hospizarbeit dadurch auch gemacht, habe sie auch begleitet. Und Andrea hatte eben Wünsche gehabt, auch mit Luftballons und ähnliches, was früher gar nicht so möglich war. Und da hat meine Mutter sich mit auseinandergesetzt und hat gesagt, boah, das ist toll. Ich will auch eigentlich nicht in so ein Sarg rein, das ist schauderlich. Sie hat dann ihr Denken von früher komplett anders gehabt und hat gesagt, du, das musst du mir versprechen, wenn was ist, musst du sehen, dass ich verbrannt werde und dass das in die Natur rauskommt. Ich will in keine Hülle irgendwo rein, ich will wieder in die Natur raus. So dass ich auch, und das hat sie auch immer wiederholt, dass ich auch diesen Wunsch erfülle, sag ich einfach mal, aber bin unheimlich traurig und werde auch jetzt wieder von Verwandten angegriffen, die das wieder nicht verstehen, weil mein Vater ist vor 25 Jahren gestorben und der hat eine Gruft, da wollte damals meine Mutter auch noch rein. Bloß ihr Denken über Jahre hat sich halt komplett geändert. Ja, aber das muss man ja auch respektieren. Und ich weiß gar nicht, was irgendwelche komischen Verwandten sich überhaupt herausnehmen. Die sollen schweigen. Die sollen Respekt haben und schweigen. Punkt. Obwohl das für meinen Sohn und seine Verlobte und für mich sowieso schon sehr grausam ist, sag ich einfach mal. In diesem Schmerz, ich weiß jetzt, für mich ist er sowieso da. Ne? Ich habe mein Bild und meine Kerze auch jetzt an, aber es ist ja noch anders, wenn ich zum Friedhof gehen kann. Natürlich. Und kann da irgendwie alles so gestalten, wie ich das möchte, kann Zwiesprache halten. In der Tat, für viele Menschen ist der Friedhof wirklich ein ganz wichtiger Ort der Trauerbewältigung auch. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sagen, mir sagt dieser Ort gar nichts. Ich habe den Angehörigen im Herzen oder auf einem Bild oder habe zu Hause vielleicht eine kleine Gedenkstelle eingerichtet, auf einem Buffet oder im Schrank oder weiß ich was, wo ich an den Verstorbenen denke. Ja. Ich möchte dich aber noch was fragen zu dieser Zeremonie im Turm des Schweigens. Ja. Ich weiß nicht, ob du genau informiert bist, aber ich frage dich trotzdem. Die Vögel haben dann den Leichnam gefressen, so muss man sagen.
Und dann so unter sich gelassen. Wenn sie, die kommen ja rein, in die Schlitze sind so gestaltet, dass die reinkommen, wenn die dann schlanker sind. Und dann fressen die den Leichnam und dann lassen die ja unter sich und dann fliegen die wieder raus. Ich habe mich im Hospiz mit einer Ordensschwester, eine indische Ordensschwester, auch noch unterhalten. Wie meinst du, dann lassen die unter sich und fliegen wieder raus? Die lassen dann halt Stuhlgang. Ach so, meinst du das? Ja, natürlich. Mhm. Na, und dann, wie gesagt, wenn die wieder abgenommen haben, können die durch diese Schlitze wieder durch. Mhm. Und wie gesagt, aber es bleiben doch dann irgendwann nur Knochen noch übrig. Was passiert mit den Knochen? Ja, die werden irgendwie, weiß ich nicht, wie die entsorgt werden. Ich habe mich, leider muss ich sagen, oder Gott sei Dank, oder weil ich das so grausam finde, so schauderlich, selbst jetzt, mir wird ganz gruselig noch dabei, weiter mit der Thematik dann nicht mehr beschäftigt. Hast du denn damals, ich könnte mir vorstellen, damals, das sind 11 Jahre her, ne, sagst du, dass dein Mann gestorben ist. Ja. Als er dann überführt war in den Iran, du hast dich ja quasi am Flughafen verabschiedet. Ja. Oder kurz bevor er in das Flugzeug verladen wurde. Ja. Ich stelle mir sehr schwer vor, die dann folgenden nächsten Tage, dann malt man sich doch genau aus. Jetzt liegt der da auf diesem Turm und die Vögel fressen ihn. Das war ganz grausam. Ganz grausam. Der Bestatter, mein Mann hatte einen Ehering und der hatte so einen Anhänger gehabt von mir um den Hals. Und dann gab der Bestatter, war aus Frankfurt, der gab mir dann diese Sachen. Ich sag, wie erdreisten sich überhaupt von meinem Mann die Sachen wegzunehmen? Das soll er behalten. Mhm. Dann sagt der Frau Bastani, die müssten ganz nackend da rein. Mhm. Ne? Und das werfen die weg, das kommt weg. Mhm. Dann halten sie das in Ehren. Mhm. Das ist auch heute noch für mich schwer. Und ich habe manchmal auch Albträume das davon. Glaub ich. Also das ist für mich eine ganz schlimme Vorstellung. Aber trotzdem, es war sein Wunsch. Und wenn umgedreht gewesen wäre, hätte ich auch alles versucht, um nach Deutschland zu kommen. Und er hätte das... Er hätte umgekehrt den Wunsch auch erfüllt für dich. Jetzt bist du konfrontiert worden oder mit so ungewöhnlichen Sachen. Du bist ja erst 50 Jahre alt, aber dennoch sollte man sich ja auch über solche Sachen immer Gedanken machen, egal in welchem Alter man ist. Welchen Wunsch hast du für dich? Wie möchtest du mal beigesetzt werden? Ich war noch nie mein Leben in Urlaub und wollte immer mal zur Nordsee oder Ostsee und habe gesagt, ich möchte dann auch verbrannt werden und meine Asche soll einfach so verstreut werden im Wasser halt dann. Aber ich habe für mich auch schon Vorsorge getroffen, dass mein Sohn mal nicht da so steht, wie ich heute da stehe und wie ich vor 11 Jahren da stand, dass ich so kämpfen musste, auch gegen Nachbarn, Angehörige. Was heißt, wie, so inwiefern, böse noch sind, ne? Ja, inwiefern hast du Vorsorge getroffen? Ja, ich habe schon alles so für mich geregelt. Also im Testament das, quasi. Was passiert, dass mein Sohn dann für mich nicht mehr kämpfen muss und muss sagen, sich überall erklären muss. Ach so. Aber das ist für dich auch eine klare Entscheidung. Du möchtest seebestattet werden, so wie wir es gerade gehört haben. Genau so. Weil du noch nie an der Nordsee warst. Noch nie. Dann ist es endlich dann mal der Fall, ne? Ja. Dann bin ich schon. Aber schön wäre es doch, Petra, wenn du vorher auch mal als lebende Frau noch mal gucken könntest, wo denn die ewige Ruhestätte dann sein wird. Das wäre doch sicher auch ganz schön. Ja, das wäre schön. Vielleicht passiert es ja auch noch. Wobei ich das auch... Erstmal müssen wir noch den schlimmen Tag Freitag überleben und überstehen. Mhm. Meine Mama war ein ganz, ganz toller Mensch. War auch meine Freundin, nicht nur meine Mutter. Und hat auch eigentlich durch die Krankheit meines Mannes, mein Sohn noch mit großgezogen. Also für ihn war das auch nicht nur die Oma, sondern auch noch wie eine Mama. Mhm. Das ist für uns alle ein schwerer Gang. Und ich sage einfach mal, ist sehr ungewöhnlich und sehr schwer und erinnert mich jetzt natürlich auch wieder an die Zeit vor 11 Jahren. Das glaube ich, da kommt alles wieder hoch an Erinnerungen. Ne? Ja. Ja. So, dann wünsche ich dir viel Kraft für das alles, das was vor dir liegt, liebe Petra. Und einfach nur rundherum alles Gute. Zurück auch alles Gute. Viel Dankeschön. Gesundheit und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, Petra. Tschüss. Und herzlich willkommen, Angela, 66 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Angela. Hallo. Auch ich zum war Thema. Vor, ja, 1983 war ich mit meinem Mann in Liberia. Mhm. Mein Mann war Diplomat und da ich die Doyenne-Frau war, oblag mir die Pflicht, eine sehr junge Kollegin von der Elfenbeinküste, die war gestorben. Mhm. Und du hast gesagt, du warst die Doyenne-Frau, was heißt das? Doyenne, die Älteste im diplomatischen Korps, nicht die Älteste im Alter, sondern die am längsten. Ach so. Am Posten. Also. Dann hat man immer so Aufgaben. Mhm. Und und dann wurde sie eben, wie es da üblich ist, wurde sie einbalsamiert. Mhm. Und das dauert ziemlich lange. Und das dauerte ungefähr eine Woche. Und dann hat sie, also
die Genehmigung und einen Schein, dass sie also 8 Tage über der Erde bleiben kann, ohne dass sie verwest, trotz des komischen Klimas. Mhm. Weil diese Frau, von wo kam diese Frau? Die war die Frau des elfenbeinischen Botschafters. Des elfenbeinischen Botschafters, ah ja. Ja. Mhm. Und dann ist sie also in der Botschaft, also in der Residenz, aufgebahrt gewesen, 3 Tage und 3 Nächte. Und dann saß man die ganze Zeit um diesen offenen Sarg. Mhm. Sie sah eigentlich nicht mehr so aus, wie sie vorher ausgesehen hatte. Die Geschwister waren vorher gekommen, die Schwestern. Welche Religionsgemeinschaft gehörte sie? Ja, das war eine afrikanische. Eine afrikanische, ja. Ja, und dann wurde sie, bevor sie also in den Sarg gelegt wurde, haben die Schwestern ihr mit der Erde, wo sie gegangen ist, die Füße bestrichen und haben sie gewaschen mit dem Wasser aus der Quelle, wo sie also herkam. Das hatten sie mitgebracht. Die waren also angeflogen gekommen und hatten ihr auch zwischen die Beine hatten sie ja auch die Muttererde sozusagen gelegt. Und dann ist sie geflogen worden wieder zur Elfenbeinküste von Liberia. Und dann ist sie nochmal 8 Tage über der Erde gewesen, auf all den Plätzen, da wurde sie immer einen Tag hingefahren, wo sie als junge Frau gewesen ist. Und dann, nach diesen 8 Tagen, ist sie beerdigt worden in der Hütte ihrer Großmutter unter dem Bett der Großmutter. Also das. Und die Hütte war zu der Zeit auch noch von anderen Leuten bewohnt? Der Stamm, also ja, die Familie. Es war eine bewohnte Hütte. Ja, dabei war bei Air France war sie Stewardess gewesen. Also im Grunde eine ganz weite Frau. Sie sah hinreißend aus und war also belesen und alles, aber trotzdem diese Rituale wurden gemacht. Das war das alte Ritual ihrer Kultur. Ihrer Kultur, ja. Und die Einbalsamierung deshalb, weil sie noch. Damit sie so lange eben das überall noch mal hin können. Genau. Ich weiß nicht, ob es gewesen wäre, wenn sie selbst in der Elfenbeinküste gestorben wäre. Aber in Liberia werden alle Leute so behandelt. Das ist ein grauenhafter Prozess. Auch die etwas ärmeren Leute, oder ist das ein Ritual? Die sammeln eigentlich, die ganzen Familien sammeln um diesen Ritual, das kostete damals so 2000 Dollar, nicht? US-Dollar, nicht? Da ist ja die Währung US-Dollar gewesen. Du hast gerade gesagt, das war ein ganz grausames Ritual. Ja, das ist es, also diese Einbalsamierung ist also für mich wirklich so furchtbar. Ich habe also da einen Flachmann mir schicken lassen aus Deutschland, weil ich jeden Tag hin musste und gucken, wie weit sie ist. Ach, das heißt, du hast wirklich richtig zugucken können, wie das gemacht haben. Ich war ja Krankenschwester, wir haben ja schon mal gesprochen. Die Klobürste, das war ich damals. Und deswegen sie wurde ja auch obduziert, weil man immer annimmt, dass sie vergiftet sind, nicht? Der Mann, die Gegenfamilie denkt immer, wenn jemand so früh stirbt, dass es dann vergiftet wird. Diese Einbalsamierung, wie macht man das denn? Also die werden aufgehängt wie ein Stück Vieh und dann wird also in die Adern gelassen Formalin und eine andere, dass sich alles Innere auflöst. Einmal die erste Zeit hängen sie mit dem Kopf nach unten und dann die nächste Zeit, wenn das soweit fertig ist, mit dem Kopf nach oben. Und dann sind die Hände auch so verunstaltet, da musste ich dann noch weiße Handschuhe, Servierhandschuhe raussuchen, weil die Hände eben, da siehst du richtig die Abdrücke, wie die aufgehängt worden sind. Nicht? Und dann wird das wieder aufgefüllt, die Augäpfel und die Zunge, das wird mit Knetgummi gemacht. Nicht? Und dann wird das also. Das heißt, die Zunge wird rausgeschnitten? Nee, das löst sich alles auf. Ach, das ist ein Zeug, was sich auflöst, ist grauenhaft. Also die ganzen Innereien lösen sich auf? Ist alles weg. Ach. Es ist nur noch. Mein Mann sagt immer, sie sieht jetzt im Grunde aus wie ein Ledersofa. Und das, was sich auflöst, fließt dann durch das fließt, die. Das ist so richtig wie ein Gulli und das fließt da rein und das ist eben mit dieser Flüssigkeit, die sehr unangenehm riechen, nicht nur Formalin, sondern ist irgendwas anderes dabei. Und das fließt dann raus durch die Adern oder durch alle Körperöffnungen? Durch alle Körperöffnungen. Boah, das hast du mit ansehen müssen. Ja, das habe ich immer jeden Tag gucken müssen, ob ich nur meinte, dass sie jetzt so weit wäre. Aber das ist doch auch ein Bild wahrscheinlich, das du niemals vergisst. Nein, das vergesse ich auch nie. Nein, das war schlimm. Wer macht das? Machen das Mediziner? Das sind richtige Institute. Welche Institute? Die haben das in Amerika gelernt. Die lernen das in Amerika und da machen sie das. Also wir hatten zum Beispiel einen Kollegen, der ist in
Südamerika ganz fürchterlich, also nach das auch, war auch ein Diplomat aus dem deutschen diplomatischen Korps, und der war also ganz fürchterlich, der war in Gefangenschaft gewesen und so. Und den haben sie auch nach Amerika geschickt und haben ihn erst wieder so, dass die Familie ihn angucken konnte, zubereitet sozusagen. Ja, ja. Was passiert eigentlich mit dem Gehirn? Das löst sich alles auf. Alles raus. Alles auf. Das ist nur eine Karkasse sozusagen, was da übrig bleibt. Also letztendlich ein sehr unwürdiger Vorgang für einen Verstorbenen. Fürchterlich. Angela, die Sendung ist vorbei. Ich danke für deine Schilderung, deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Michael Verhoeven. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr 1 Festival und 1 Uhr WDR Fernsehen. Wieder morgen mit einer freien und offenen Themennacht. Ich bin gespannt auf eure Anrufe. Ihr könnt rund um die Uhr mailen und ab 0 Uhr natürlich auch wieder hier bei uns anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Macht's gut. Tschüss.